Hallo? 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 Hallo, ich bin einmal zum Egon Marder. Ja, da sind Sie hier richtig. Super! Hier ist die Frau Ja. Kaiser von der Firma Bösch aus Hamburg. Und zwar haben Sie beim Online-Gewinnspiel mitgemacht, ne? Habe ich das gewonnen? Da haben Sie Hallo? am 13.09. mitgemacht, ne? Habe ich Und da haben Sie gewonnen? den Rentenjoker gewinnen. Da haben Sie den Rentenjoker gewonnen. Und Habe ich grüß das, dich, Herr Marder. haben Sie gerade gesagt, dass ich gewonnen habe? Ja, den Rentenjoker. Oh Und nein, das ist ja großartig. Das ist ja ja. fin, oh mein Gott, ich muss mich erst mal hinsetzen, einen Moment. Oh nein, das ist ja großartig. Oh ja, bitte erzählen Sie. Was haben Sie gerade noch mal gesagt? Ich habe gesagt, ich muss mich erst mal hinsetzen. Okay, super. Haben Sie sich hingesetzt? Ja, das ist ja eine freudige Nachricht zum Nachmittag heute. Erst habe ich so lecker Kuchen bekommen und jetzt habe ich das tatsächlich gewonnen. So glücklich bin ich ja seit Jahren nicht Super. gewesen. Sie haben den Rentenjoker ja gewonnen und den Ja. kriegen Sie ja geschenkt. Und damit können Sie ja die Rente gewinnen, Herr Marder. Ja, ich habe ja im Prinzip schon eine Rente. Aber das Ja, ist ja zu wenig. die gesetzliche Rente kriegen Sie ja. Aber hier dürfen Sie auch ein bisschen Bargeld gewinnen. Ja, das ist sehr. Darf ich oder habe ich? Dachte, ich habe gewonnen. Nee, Sie dürfen. Den Rentenjoker, den haben Sie gewonnen. Die Verlosung, die findet ja erst statt. Und wir schütten Oh. noch zusätzlich Bargelder aus zu dem Rentenjoker. Jetzt habe ich mich ja umsonst gefreut. Nee, Sie haben doch einen tollen Kuchen gehabt. Ja, aber Sie haben ja gesagt, ich habe das gewonnen. Den Rentenjoker, den kriegen Sie geschenkt, Herr Marder. Das ist ja richtig. Wenn Sie die Rente nämlich knacken, dann können Sie 10 Jahre lang 1.000 bis 5.000 € gewinnen. Wenn ich denn noch so lange lebe, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Na, natürlich. Natürlich Ja. können Sie so lange leben. Ja, das weiß man ja nicht, ne? Steht das denn irgendwo geschrieben? Ja, ich weiß, ich habe das ja im Prinzip längere Zeit versucht rauszufinden, aber das scheint nicht möglich zu sein, dass ich bin ja Mathematiker gewesen früher. Wir haben da, sage ich ja mal, Versuche angestellt, das zu berechnen, aber wir finden da nicht die richtigen Faktoren. Und sage ich mal, die sogenannte seriöse Wissenschaft, die hat aufgehört mit den Berechnungsversuchen. Ja, Ja. wir haben das ja im Prinzip weitergeführt. Da haben Sie kein Ergebnis erlangt? Nein, sag ich mal, keines, das ich überprüfen kann, weil ich weiß ja, erst wenn ich sterbe, wenn ich sterbe. Und dann kann ich das hier nicht mehr publik machen. Ja, da haben Sie recht, um Gottes Willen. Wären Sie denn da vielleicht interessiert, weil ich habe hier im Prinzip so einen Standard-Fragenkatalog erarbeitet, dass Sie da quasi so eine Langzeitstudie durchführen. Okay. Aber wir sind ja eher für die Lotterie. Also Sie dürfen jetzt hier an unserer Bargeldverlosung mit dabei sein, Herr Marder, wo Sie Ja, Bargeld gewinnen dürfen, ne? Und das die ist sehr Aktion, gut. die startet am 1.10. und läuft bis zum 31.03. So lange. Ja, und da dürfen Sie jeden Tag Bargelder gewinnen. Und da gehen jeden Tag 1 Million € raus und da werden nochmal aufgeteilt in Hunderten und Tausenden Beträgen, Herr Marder, sodass jeder was davon abkriegt, ne? 1.000 Millionen. Ja, Das sodass kann. jeder was davon abkriegt, wird das nochmal aufgeteilt. Das kriegt also quasi jeder davon. Genau. Wie Und Sie viele bekommen das einfach Leute, mal alle schriftlich, jetzt ist ja ja? quasi bei mir der Jagdinstinkt ausgebrochen. Wie viele Leute kriegen denn welche Summe? Ich muss da ja im Prinzip direkt die Formel aufstellen. Wie bitte? Wie viele Leute denn wie viel Geld kriegen? Das weiß man ja nicht. Das ist ja alles mit Zufall. Da kann man ja da, sag ich mal, da die Berechnung, das kann man durchaus berechnen, wie viel jeder dann durchschnittlich bekommt. Genau, das kann ich Ihnen noch sagen. Warten, Moment. Ja, dass Sie mir da einmal den Rechenweg vorgeben. Das kann ich das Korrektur lesen. Okay, Herr Marder. Also Sie Ja. bekommen jetzt ja von mir aus keine Lose, sondern ein Vorfeldzertifikat mit 8 verschiedenen Nummern. Und mit diesen 8 Nummern sind Sie jeden Tag an 11.000 Ziehungen dabei Ja. und Sie haben jeden Tag 88.000 Gewinnchancen, okay? Das ist im Prinzip ja durchaus eine hohe Zahl. Wie viele Leute spielen da denn mit bei Ja. Ihnen? Hallo? Ja. Ja.
Ja. Wie viele spielen da denn mit bei Ihnen? Das weiß ich, also ungefähr so 1000, 2000. 2000 und Leute und es gibt dann jeden Tag 88.000 Gewinnmöglichkeiten. Genau. Und wir überweisen auch die Gewinne immer direkt auf Ihr Konto, Herr Mader. Ja. Da wohnen Sie immer noch in Baden-Baden. Ja, ja. Ich wollte schon super, länger mal umziehen, aber ich bin da bisher nicht zugekommen. So, oh, die Studien haben mich ja im Prinzip sehr vereinnahmt. Oh, okay. Ja. Ich musste nämlich einmal ein Konto eintragen, wo die Gewinne hingehen. Haben Sie da einmal den IBAN da mit dem DR? Den was bitte? Den IBAN? Den IBAN? Ja, warten Sie, ich gebe Ihnen den. Okay. IBAN ist eine Frau am Telefon. Denkst du, der kauft? Denkst du, der kauft? Was soll ich denn mit, wer ist da? Ja, ich weiß nicht, warum die Sie sprechen möchte. Hallo, wer ist da? Ja? Hallo? Ja, Ivan Bagatov, wie kann ich helfen? Ja, ich wollte einmal zum Egon Mader. Ja, der sagte, Sie wollten mich sprechen. Ah, sind Sie der Egon Mader? Nein, ich bin Bagatov, Ivan. Ich wollte aber den Egon. Ja, soll ich verstehe gar nicht. Möchte, soll ich Herr Mader wiedergeben? Ja, genau. Geben Sie mal bitte. Jetzt verstehe ich. Ich weiß nicht, die Frau möchte nicht mit mir sprechen. Warum? Hallo? Ja, Herr Mader. Sie wollten doch mit Ivan sprechen. Nee, ich muss den IBAN eintragen von Ihrem Konto. Ja, der hat doch mit meinem Konto nichts zu tun. Das ist doch mein Haushälter. Nee, ich den IBAN, die IBAN-Nummer. Diese lange Nummer, die steht auf Ihrer Kontokarte. Die muss ich hier eintragen. Ach so, oh, Entschuldigung, ich bin nicht mehr der Jüngste. Alles gut. Oh nein, das ist ja schrecklich peinlich. Der Mathematiker weiß nicht, welche Nummer er braucht. Es wird langsam wirklich schlimm. Zeit, dass ich ins Zahlen-Nirwana eingehe. Ich müsste mal, alles soll gut. Ich das jetzt raussuchen, ja? Ja, bitte. Da muss ich mal gucken. Das ist ja alles nicht mehr so ordentlich hier. Ich habe heute Morgen... Haben wir mal wieder versucht, kennen Sie die Zahl Pi? Ja. Haben wir im Prinzip versucht, die in Gänze auszuschreiben. Da sind diverse Papierbögen hier verteilt. Ich kann das gar 3, nicht 3,16 ist Pi, ne? Ja, das geht ja im Prinzip noch viel weiter. Das ist, geht ja... genau, ja, ich sag Ihnen auch die Nummer. Ja. 3,164? Ja. 7526. Ja, das sind ja, sag ich mal, nur die Ersten, das, was man so in der Schule erfährt. Das geht ja im Prinzip noch viel weiter. Aber damit wir jetzt weiterkommen, Herr Mader, brauche ich jetzt einmal die IBAN-Nummer, ne, von Ihrer Karte. Ja, ich suche das ja schon. Das dauert super. Ja im Prinzip, das ist ja geordnetes Chaos, wo ich mich hier befinde. Alles gut, ich habe genug Zeit. Ja, das ist dann, ich bin ja hier an Suchen, da können wir ja nochmal wegen dieser Todesstudie, weil die Frage, wie oft Sie sich schon in Lebensgefahr befunden haben. Okay. Ja. Was wäre das denn bei Ihnen im Prinzip? Ich befinde mich da nicht drin. Nein, ja nicht, jetzt am Telefon natürlich nicht, aber ob Sie die Situation schon mal erlebt haben. Sie müssen da auch nicht ins Detail gehen. Nee, noch gehen. Nicht. Ja, gut, also noch gar. Darf ich fragen, so für den, das fragt meine Dame ja eigentlich nicht, aber nach Ihrem Alter, dass wir das statistisch erfassen können. Was schätzen Sie denn? Oh, ich bin da ja im Prinzip sehr schlecht. Das letzte Mal, als ich das Alter von einer Frau schätzen sollte, bin ich geschlagen worden. Wie alt sind Sie denn? Ja, ich bin Baujahr 51. Also ein bisschen okay. Älter schon. Das macht nichts. Ja, natürlich also nicht. Ich bin 25. Ja, das ist gut. Da kann ich das ja mitnotieren. Haben sich noch nicht in Lebensgefahr befunden. Machen Sie extrem Sportarten? Nee. Auch nicht. Da sind Sie im Prinzip ja kein großartiger Risikokandidat. Ich habe das versucht, so ein bisschen abzuleiten von den Fragen, die so eine Versicherung stellen, aber die Phase ist ja noch nicht final abgeschlossen. Herr Mader? Ja? Haben Sie denn jetzt den IBAN gefunden? Ja, ich habe das ja im Prinzip die Unterlage, nur die Karte fehlt noch. Die muss hier aber auch irgendwo sein.
Weil ich dann legen Sie mich kurz zur Seite und ich warte so lange. Na, ich habe ja im Prinzip so ein schnurloses Telefon. Das ist ja kein Problem. Ich habe mir da so eine Halterung anbringen lassen, dass ich das nicht immer hochhalten muss, weil das ist ja im Prinzip schwierig, weil ich nur einen Arm habe. Okay. Verstehen Sie? Ja. Ja, gucken Sie mal weiter. Ja. Ist das diese blaue, ja? Genau. Ja, das ist bis 2023 noch gültig. Das müsste ja ausreichend sein, im Prinzip. Genau. Gucken Sie mal auf die Rückseite. Ja. Also ich meine, es kann natürlich an meinem fortgeschrittenen Alter liegen, aber wer sind denn die Menschen im Hintergrund, die Sie immer die Sachen vorsagen? Nee, das sind meine Kollegen, die telefonieren auch mit ihren Kunden. Na, sie sagen ja im Prinzip immer die gleichen Sachen wie die Leute. Ich habe ja im Prinzip so ein autoakustisch verstärktes Telefon und ich kann das alles genau hören. Ja, die helfen mir manchmal. Jetzt, warum haben Sie mich denn jetzt angelogen? Hab ich gar nicht. Hier neben mir sind auch... Sie haben ja gesagt, die telefonieren und dann sagen Sie, die haben Ihnen geholfen. Sie können doch einen alten Mathematikprofessor nicht auf das Ohr hauen. Nein, hier neben mir telefonieren welche. Ja. Aber neben mir, der hilft mir manchmal. Aber er telefoniert auch selber nebenbei. Können Sie mir den mal geben, so zu Verifikationszwecken, bitte? Ja, gerne. Ja. Ja, André Schulte heißt hier. Schönen guten Tag. Ja, hier ist Marder. Was treiben Sie denn da für Spielchen bei Ihnen? Nein, es geht doch darum, weil die Kollegin manchmal Fragen hat und bevor sie Ihnen die Fragen falsch beantwortet, stehe ich hier zur Seite. Aber die hat mich jetzt ja im Prinzip gerade ausgelacht und davor hat sie mich ja angelogen. Das kann man ja nicht machen. Nein, das macht sie nicht. Aber damit wir weiterkommen, haben Sie denn einmal die IBAN-Nummer da? Ja, ich habe immer noch nicht verstanden, warum die jetzt vorhin mit denen sprechen wollte. Ja, die IBAN-Nummer brauchen wir doch, um sie einzutragen, damit wir doch die Gewinne überweisen können. Ja, haben Sie denn die einmal da? Ja, das ist DE. Ja. Warten Sie mal, ich muss das einmal kurz eintragen. Ja, DE, ja. Jetzt hab ich, was hatte ich jetzt gerade gesagt? DE. Ja, dann ist das im Prinzip 55. Ja. Ich muss mal kurz meine Brille aufsetzen. Das ja, ist so klein geschrieben. Ja, stimmt. Weswegen hatten Sie nochmal angerufen? Wegen der Bargeldausschüttung. Ja, wegen dem Geld, da war was. Genau, ja wegen Gewinn, ne? Ja, wegen Gewinn, das ist ganz wichtig. Also ganz 55? Die Kollegin sagte, das geht um Millionen. Auch. Aber und ich habe jetzt 55 Euro gewonnen. Nein, es geht jetzt um die IBAN-Nummer, also DE 55. Wie geht es denn weiter? Ja, das ist im Prinzip ja die Postbank. Ja, und wie geht's weiter? Saarbrücken. Nee, die IBAN-Nummer, ob Sie mir die einmal vorlesen, also DE 55. Ja, und da ist ja so ein Leerraum. Muss man das dann trotzdem weiterführen? Ja, bitte. Ja, das ist ja dann 590. Ja. 100. Ja. Dann zweimal die 6. Ja. Und dann geht das weiter. Darunter steht dann im Prinzip PBNK. Nee, das ist nicht gemeint. Haben Sie denn einmal die IBAN? Die setzt sich ja zusammen aus Bankleitzahl und Kontonummer. Wie lautet denn die Bankleitzahl? Ja, das ist ja im Prinzip 5901. Ja. 0066. Ja, was kommt jetzt? Die Kontonummer einmal? Hier darf man das am Telefon doch gar nicht sagen, oder doch? Natürlich dürfen Sie uns das sagen, sonst können wir die Gewinne ja nicht überweisen. Jetzt können, ja. Das ist ja dann 324. Ja. 937. Ja. 14. Ja. Und den Rest verrate ich Ihnen, wenn Sie auch an meiner Langzeitstudie teilnehmen. Ja, dafür müssen wir uns ja noch länger unterhalten. Nein, das sind ja im Prinzip nur ein paar statistische Fragen und dann würde ich Sie einmal im Jahr kontaktieren. Ja, aber das kann ich jetzt ja nicht so entscheiden. Ich muss jetzt einmal die vollständige IBAN von Ihnen haben, damit ich das hier abschließen kann. Und danach können wir uns dann dieser Studie widmen, weil das ja für den Fortbestand der Menschheit ist das ja im Prinzip von höchster Bedeutung.
Das ist wohl richtig, aber ja. Sag mir bitte, wie es weitergeht. 714 und dann? 325. Ja, ich werde das einmal prüfen. Ja. Ganz klar, bitte. Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Also, das Konto ist gedeckt. Ich habe das heute Morgen erst geprüft. Nein, ja. Hallo? Ja, ist, die IBAN ist nicht ganz richtig. Soll ich Ihnen denn... gerade geprüft? Soll ich Ihnen meinen Haushälter nochmal geben? Ich glaube, ich kann das nicht. Ja, brauchen Sie nicht. Ich brauche nochmal die IBAN, bitte. Lesen Sie mir die nochmal vor. Ja. Was auf der Karte steht. Also DE 55 und dann? Ja, dann 590. Ja. Ich muss gerade nochmal gucken. Es ist ja... Na, einfach hintereinander weg. 510. Na, wieso 51? 5901. 5901, ja, dann 00. Ja. 66. Ja. Und dann kommt ja im Prinzip 324. Ja. 937. Ja. 143. Ja. Und dann ist dir die 52. Ah, die 52, dann habe ich das falsch verstanden. Ich prüfe das einmal. Auch nicht richtig. Warum? Ja, weiß ich nicht. Ja, was ist da verkehrt? Ja, ich glaube langsam, dass Sie Spaß mit mir machen. Nein, nein, ich prüfe das ja mal und drücke hier bei mir auf Prüfen. Ja, wird aber nicht richtig angezeigt. Also muss da noch irgendwas... Kennen Sie das, wie heißt das, dieses Gesetz, dass immer alles eintrifft, Murphys Gesetz, irgendwann? Ja. Sind Sie von Radio? Weil das ja im Prinzip, das hört sich alles sehr komisch an, was Sie sagen. Ja, das kann wohl sein, aber ist nicht so. Also ich brauche jetzt einmal nochmal bitte die IBAN, die ist nämlich verkehrt, wie Sie es mir angesagt haben. Ja, das ändert sich ja nicht, wenn ich Ihnen das jetzt nochmal vorlese. Ja, dann stimmt die nicht. Ja, das war heute Morgen, konnte ich das doch noch bestellen. Da war ja, das auch kein Problem. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Ich lese mal die IBAN vor und Sie sagen mir, ob die Zahlen richtig sind, die ich vorlese, ja? Das haben wir doch schon zweimal gemacht jetzt. Sehen Sie, und die ist ja nur nicht richtig, die IBAN. Ich habe die gerade geprüft die ist nicht richtig. Hören Sie mal, ich habe da mein Prinzip Astrophysik unterrichtet. Ich werde in Ja, das macht ja nichts. Das ist ja nicht so schlimm. Ne? Nein, letztendlich, das ist ja sehr hilfreich. Aber ich kann doch ja, aber eine letztendlich, Karte vorlesen. Letztendlich hat das ja hier mit der Astrophysik gar nichts zu tun. Ja, die könnten ja im Prinzip, wenn Ihnen das hilft, die Zahlenreihen in Faktoren zerlegen. Ich kann auch die Quersumme daraus errechnen, wenn Sie möchten. Aber das bringt nichts. Ich muss die komplette Nummer... Jetzt haben Sie ja im Prinzip, sag ich mal, den Wissensdurst in mir geweckt, ob junge Menschen das heute überhaupt noch können. Würden Sie die Rechnung bitte einmal vollführen? Ja. Ich warte. Sie waren jetzt die Quersumme? Ja. Das können Sie doch selber ausrechnen, Sie sind doch der Physiker. Sie haben das doch gerade angeboten. Ja, ich muss mir nur die Zahlen einfach addieren und dort gibt sich dann die Quersumme. Aber dafür habe ich gar nicht so viel die Zeit, weil hier habe ich noch andere Anrufe im Hintergrund, ja. Ja. Und die muss ich jetzt auch noch bedienen. Also seien Sie nicht sauer, wenn wir jetzt einmal auflegen, weil das wir kommen jetzt zu nichts. Ja, können Sie mir dann die Kollegin wiedergeben, wenn Sie keine Zeit haben? Der Apparat hier ist ja jetzt belegt mit Ihnen. Entweder sagen Sie mir jetzt die komplette IBAN vollständig oder korrekt, dann kann ich sie auch mit berücksichtigen. Ansonsten geht das ja nicht, ne? Das ist ja richtig. Können Sie mir nicht einfach, sagen wir mal, einen Gutschein schicken? Nee, kann ich nicht schicken, weil die Gelder, die gehen dann direkt auf Ihr Konto und ich muss die richtige IBAN haben, damit wir auch die Gelder und die Gewinne überweisen können. Und wenn ich die IBAN nicht vollständig habe, kann ich auch keine Gelder überweisen. Wir haben ja im Prinzip noch gar nicht drüber gesprochen, was der Spaß kosten soll. Ja, doch, Sie haben doch schon über den Einsatz gesprochen. Nein, die Kollegin hat nur erzählt, wie viel ich da gewinnen kann. Ja, 88,50 Euro für alle Nummern zusammen. Ja, die hat gesagt, ich habe 88 Gewinnchancen. 88.000 Gewinnchancen? Ja. Mit über 11.000 Ziehungen pro Tag. Ja, aber wir haben ja nicht im Prinzip, die hat doch gesagt, ich habe gewonnen, jetzt soll ich dafür Geld bezahlen. Nee, gewonnen haben sie noch nicht. Wir wollen, dass sie natürlich gesagt, ich habe gewonnen.
Und jetzt soll ich das Geld bezahlen. Das ist ja... Ist aber nicht richtig. Das ist ja bei Ihnen... Sie soll mit... Herr Mader. Ja, Sie soll natürlich hier mit einem schönen Gewinn rausgehen. Ne? Hey. Das ist doch das, was wir hier erreichen wollen. Hey, hör mir mal zu. Wer bist du? Bitte? Wer ist da? Wer ist denn jetzt dran? Ich bin Dimitri. Versuchst du hier, alter Mann, am Telefon abzuzocken, blöd? Ich habe das gehört, blöd. Kannst du nicht sowas machen? Blöd. Aber das ist geile Beispiel, Jungs. Ihr könnt ja bei Anfang hören, die hat nie gesagt, dass das irgendwas kostet. Die merken, da ist ein alter, senile Mann dran. Wohin führt der Weg direkt zur Kontonummer? Nachdem man ein bisschen Terror gemacht hat, sagt, so viel Gewinnchance musst du unbedingt mitmachen. Und wo sollen wir das Geld hinüberweisen? Gib mir deine Kontonummer. Was für widerliche Kreaturen. Widerwärtig. Ich wünsche diesen Menschen ganz viel Schlechtes. Blöd.